Arno Udo kommt. Arno Udo Pfeiffer nämlich, mein Kollege, der nicht müde wird, musikalische Perlen in Sachsen-Anhalt aufzuspüren. Deshalb heißt seine Serie auch Sachsen-Anhalt macht Musik. Heute stellt Arno Udo Pfeiffer eine Band aus Staßfurt im Salzlandkreis vor. Ihr Name? Fiatzko. Fiatzko. Klingt spannend und das sind die Musiker auch. Und rücksichtsvoll. Geübt wird nämlich im schalldichten Keller. Und dabei hört sich das Ganze doch wirklich gut an. Come together right now. Over me. So klingt Musik von den Beatles, wenn sie von der Staßfurter Band Fiatzko interpretiert wird. Ungewöhnlich, aber gut. Ganz ähnlich beurteilt das verständlicherweise auch der Gitarrist Martin Jamrath. Es ist eine sehr schöne Musik. Also ich glaube, es gibt keinen wirklichen Begriff dafür, was wir machen. Der Drummer Stefan Zuratis konkretisiert. Wir sind ja mehr in dieser Jazz-Rock-Jazz-Pop-Ecke angekommen, wo wir schon poppige Harmonien haben, auch eingängige Melodielinien, aber mit jazzigen Elementen. Der 27-jährige starke Typ Zuratis studiert in Magdeburg Biosystemtechnik. Sein 24-jähriger Bandkollege Jamrath ist Student der Musikwissenschaften in Halle. Musik ist für beide etwas ganz Besonderes. Man kann wirklich mit Musik alles ausdrücken, was man möchte, sei es Trauer, sei es Freude, sei es Depressionen oder etc. Sie ist oft ein Ausgleich, auch mal vielleicht ein Ventil. Ja, es ist ja auch so ein Stück weit, das ist ja auch Selbstverwirklichung. 50 ways to leave a lover. Just live out the back check. Die Staßfurter Band Fiatzko sind 5 Musiker. Der Pianist und Sänger, ein Saxophonist, der Basser, ein Gitarrist und der Drummer. Vor 9 Jahren haben sie sich gegründet. Und wie sind sie auf den Namen gekommen? Ich glaube, wir haben mal vor der Musikschule auf der Parkbank gesessen und haben einfach gesagt, wir wollen einen Namen haben, wo das Wort Jazz drin vorkommt und der irgendwie doch griffig ist und ins Ohr geht und den keiner so schnell vergisst. Ein Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere und absolut kein Fiasko war die USA-Tournee im vergangenen Jahr. 17 Tage lang in Detroit, Chicago, durch Illinois und Michigan. Stefan Zuratis und Martin Jamrath erinnern sich gern an die Tour. Der Auftritt, der den meisten Eindruck hinterlassen hat, war natürlich der vor den 1500 Jugendlichen dort, die wirklich aus dem Häuschen waren. Die haben einen zugejubelt, kleine Herzchen mit ihren Fingern gemalt. Also man hat sich teilweise wirklich schon wie ein kleiner Rockstar oder ein großer Rockstar gefühlt. Thriller night and no one's gonna save you. Das neueste Projekt der Staßfurter Jazz-Rockstars. Sie machen die Musik beim Musical Dracula am Harzer Bergtheater im Tale. Am 7. Juli ist Premiere. Wenn man so viele Ensemblemitglieder hat und vor dieser großen Kulisse steht, das ist ja auch irgendwo eine Herausforderung, die man bewältigen möchte. Und das werden sie garantiert tun, denn schließlich sind die Amateurmusiker von Fiatzko echte Profis. Sachsen-Anhalt macht Musik. Arno Udo Pfeiffer stellte uns die Band Fiatzko aus Staßfurt vor. Mehr zu Fiatzko auch im Internet www.fiatzko.com.